Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich glaube, ich habe es auf meinem Kanal schon das ein oder andere Mal gesagt, dass ich einheitliche Reihen liebe und dass es für mich nichts Schöneres gibt als verschiedene Filme in derselben Optik, im besten Fall noch mit einer kleinen Nummer auf dem Spine in mein Regal aufzunehmen. Trotzdem gibt's eine Reihe, die ich damals ganz bewusst nicht als Reihe gesammelt und wahrgenommen habe. Das ist die Toei Classics Reihe von Subkultur. Die startete nämlich vor etlichen Jahren, im Jahr 2012, um genauer zu sein, mit dem absolut großartigen Sternenkrieg im Weltall von Kinji Fukasaku. Damals noch übrigens als wundervoll gestaltetes Digipack, mit eben der DVD und der Blu-ray-Version von diesem Titel, jeweils sogar die individuelle Limitierungsnummer auf den Discs aufgedruckt. Eigentlich ein recht nettes Teil. Beim zweiten Teil aus der Reihe hat sich dann allerdings Subkultur dazu entschieden, die Verpackungsform zu ändern und wechselte von einem Digipack auf ein ganz normales Keepcase im Schuber. Was zwar grundsätzlich immer noch bedeutet hat, dass man das grundlegende Design der Reihe beibehalten hat, dass man allerdings, also sie haben sich sogar so sehr bemüht, dass man die Titelschriftzüge, also die Toei Classics Reihe und das Logo, an derselben Stelle nachher hat auf dem Schuber wie bei dem Digipack, aber der Größenunterschied ist schon markant. Deswegen habe ich mich dann bei der Veröffentlichung des zweiten Teils aus der Reihe zu dem Film Panik im Tokyo, Panik im Tokyo Express, aka The Bullet Train, aber nein, nicht der mit Brad Pitt, sondern der mit Sonny Chiba und Ken Takakura. Auch ein ziemlich geiler Film, der mit dem anderen aber nichts zu tun hat. Dazu entschieden, eben nicht diese Reihe weiter zu sammeln, sondern in Richtung des Mediabooks zu gehen. Und irgendwie habe ich dann den dritten Teil von dieser Reihe komplett vergessen und vernachlässigt, denn, und ich glaube, mit Der Killer von Tokio kam in dem Fall nicht nur der dritte, sondern gleichzeitig auch der letzte Teil dieser Toei Classics Reihe auf den Markt, was auch deswegen für mich ganz besonders überraschend ist, weil ja normalerweise gerade bei solchen limitierten Veröffentlichungen, oder Entschuldigung, das war sogar die Nummer 2, über die ich mich geärgert habe, und dann muss Bullet Train die Nummer 3 gewesen sein, aber das Ganze ist limitiert auf 1000 Stück, und ist immer noch verfügbar nach 10 Jahren. In der OFDB ist diese Version offensichtlich mit Schuber immer noch um 10 Euro zu haben. Und das finde ich ganz besonders arg. Aber jetzt habe ich das Ding halt dann halt eben auch in meine Sammlung aufgenommen. Weil, wie gesagt, auch wenn das vom Schuber-Niveau her nicht dazu passt, gut, dass es nicht durchnummeriert ist, so kann ich beim Tokyo Express bei meinem Mediabook bleiben. Da sehen wir übrigens wahrscheinlich das alte deutsche Kinoplakatmotiv. Das ist bei der Mercator-Kinofassung in der OFDB leider nicht eingetragen. Aber dieser Film, auch bekannt unter dem Titel Gang vs. Gang, wurde von Mercator im Jahr 1963 nur in einer geschnittenen Fassung in den deutschen Lichtspielhäusern gezeigt, die circa 3 Minuten im Vergleich zum japanischen Original vermissen lässt. Wobei uns Subkultur in dieser Veröffentlichung jetzt hier dankenswerterweise natürlich beide Fassungen von diesem Film serviert. Aber was ich sehr spannend finde, ist, dass es sich hier um ein Zwei-Disc-Extra handelt, um ein Zwei-Disc-Set handelt, wo wir dann auf der zweiten Disc einen High-Def-Spin, also quasi eine einfache HD-Videodatei von der deutschen Kinofassung bekommen. Warum ist der Film dann nicht gleich auf Blue? Ich verstehe es nicht ganz. Wahrscheinlich war das die Zeit, wo das Blu-ray-Format hierzulande noch für die kleineren Labels nicht erschwinglich war. So konnte man eben zumindest auf einem HD-fähigen Player, okay, beziehungsweise einem PC mehr oder weniger diese, naja, HD-DVD war es nicht ganz. Das war schon irgendwie so eine kleine Zwischenzeit. Aber man hat
bei Subkultur zwar die Verpackung geändert, den Stil der Veröffentlichung aber halt trotzdem beibehalten, so gibt es auch hier den japanischen Originaltitelschriftzug als durchgehendes Artwork auf dem Keepcase, beziehungsweise auch den deutschen Titelschriftzug drunter. Und wir haben dann hier die beiden Discs. Ich glaube, ich habe so einen High-Def-Spin noch niemals in meinem Player gehabt und irgendwie noch nie gesehen. Aber sie ist ja sowieso auch nur von der alten deutschen Kinofassung. Wobei ich in dem Fall natürlich nachschauen muss, was da in der Kinofassung gefehlt hat. Auf jeden Fall ein interessantes Ding, aber ich würde fast irgendwie sagen, ein interessantes Kuriosum einer vergangenen Ära. Wir können dann einmal natürlich auch in dem Fall einen kurzen Blick durch das Booklet werfen. Der Film an sich ist für mich auf jeden Fall extrem interessant und ich freue mich, dass ich den jetzt in der Sammlung habe. Definitiv etwas, das ich damals ein kleines bisschen vernachlässigt habe, aber freue mich auf jeden Fall darauf und darüber, den irgendwann einmal zu sehen. Und in dem Fall, auch wenn ich jetzt quasi nicht die Toei Classics Reihe komplett habe, habe ich in diesem Fall angesichts eben der sofort erfolgten Verpackungstechnik Änderung die Reihe komplett. Und ich glaube, mir fällt jetzt eben wieder ein, dass ich über die Verpackungsänderung damals so verärgert war, dass ich die Killer von Tokio ganz bewusst ausgelassen habe und dann eben den Bullet Train wieder gekauft habe, weil der halt dann zumindest im komplett abweichenden Mediabook erschienen ist. Aber auch da habe ich mich mittlerweile ein kleines bisschen mehr geändert, habe auch diese Schuber-Edition jetzt gerne in meine Sammlung hinzugefügt. Weil, wie gesagt, die Optik der Verpackung ist natürlich eine Sache und die Verpackung, aber am Ende soll es dann doch schon auch zumindest ein bisschen um die Filme gehen.